Endlich war er da, der Urlaub. Drei schöne Wochen sollten es werden. Im Hotel Bellevue Park sind wir immer wieder gern als Gast. Doch in diesem Jahr wurde die Urlaubsstimmung sehr plötzlich unterbrochen. Am 26. Juni 2015, am späten Vormittag, hörten wir Schüsse, die vom benachbarten Hotel Imperial Mahava kamen. Wir rannten zusammen mit anderen Gästen vom Strand sofort in unser Hotel. Wir schießen ja hier aufs Hotel. Mach mal die Tür wieder zu. Nach einer halben Stunde kamen Nationalgarde und Polizei und machten dem Spuk ein Ende. Später erfuhren wir, dass insgesamt 38 Tote, in der Mehrzahl britische Feriengäste, sowie eine unbestimmte Anzahl Verletzter auf das Konto eines einzigen Attentäters gingen. Dieser wurde beim Schusswechsel getötet. Wie sollte es jetzt weitergehen? Die meisten Urlauber hatten bereits die Angebote der Reiseveranstalter genutzt, um nach Hause zu fliegen. Einige blieben, wir auch. Es wurde recht einsam. Einen Tag nach dem Terroranschlag auf Touristen in Tunesien ist die Zahl der Toten auf 39 gestiegen. Noch sind nicht alle identifiziert. Wie Bundesaußenminister Steinmeier am Abend mitteilte, ist unter den Opfern mindestens ein Deutscher. Eine weitere deutsche Urlauberin sei verletzt worden. Der Attentäter hatte gestern im Badeort Sousse einen Hotelstrand überfallen und gezielt auf Touristen geschossen. Sicherheitskräfte töteten den Angreifer später. Der Strand vor dem Hotel Imperial Mahava, provisorisch abgesperrt und nahezu menschenleer. Überall Blumen sowie Beileidsbezeugungen von Urlaubern, Reisegesellschaften und Einheimischen. Dutzende von Fernsehteams kamen innerhalb sehr kurzer Zeit. Hier, vor dem Hotel, zielte der 22-jährige Attentäter auf unschuldige Menschen und machte aus einem Urlaubsort einen Tatort. Thank you.
Am darauffolgenden Montag kamen die Innenminister verschiedener Länder, um die Anteilnahme ihrer Regierungen auszudrücken. Später kamen auch die Botschafter aus Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Belgien zur Kranzniederlegung. Eine Gedenktafel direkt vor dem Ausgang zum Strand wurde für jedermann sichtbar aufgestellt. An dieser Stelle danken wir den Reiseleiterinnen und Reiseleitern, den Beamten des Deutschen Bundeskriminalamtes sowie den tunesischen Personenschützern für die hervorragende Begleitung während der letzten Tage.